Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zu LS22 auf der wunderschönen Map Allen Creek. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Stoppelsturz gemacht, ne, hier mit dem Flachkober. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare und auch für die ganzen Tipps und Tricks. Dann nochmal ein paar Tipps geschrieben, was man dabei beachten muss. Ich würde sagen, die Vorführer geben wir einfach mal direkt wieder zurück. Ja, das bedeutet, wir werden das Ganze jetzt einfach mal wieder hier, zack, einmal ready machen, einmal zurückgeben das Ganze und werden uns dann hier ein wenig um, ja, das Düngen der Felder kümmern. Dazu bewegen wir uns einmal hier mit unserem schönen MF zu dem jeweiligen Händler, nämlich da haben wir unseren Düngerstreuer nämlich hingestellt und werden heute in der Folge ein bisschen Dünger ausbringen, damit wir dann alles für die nächste Aussaat vorbereiten. Ansonsten habt ihr aber noch ein paar Tipps und Tricks geschrieben, was man machen könnte. Ne, hier, wir haben ja auch schon die Ölmühle am Laufen. Ne, den Pferden geht es soweit auch ganz gut. Die müssen wir natürlich immer täglich nochmal ausreiten. Mache ich manchmal dann dementsprechend einfach, wenn ich ja, gerade nichts Besseres zu tun habe. Ne, wir werden auch irgendwann nochmal dann schauen, wie viel Entwicklung die bringen. Die Pferde, ihr habt gesagt, ja, diese 50k kriegt man wohl nicht mehr, wie man es im LS19 bekommen hat bei den Pferden. Ist aber nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall nochmal eine Beschäftigung, die wir dann haben über die Wintertage. Ne? Uns geht es nicht so gut. Ihr seht schon oben, ne? Wir brauchen ein bisschen Geld. Wir brauchen ein bisschen Tatas und werden auf jeden Fall noch Aufträge irgendwann machen. Aber erstmal werden wir uns gleich ein bisschen was leihen müssen, damit wir ein bisschen Mineraldünger haben, um das Ganze dann auch auszubringen. So, das heißt, wir düngen gleich das Feld und werden dann auf jeden Fall noch, ja, zeitnah dann auch bald mit der Aussaat beginnen. So, wir hatten ja nur 100.000, ne? Das heißt, wir müssen alle Felder dementsprechend düngen. Ne? Wir haben hier Feld 49, 47, 41, 55. Darum kümmern wir uns heute, aber dazu brauchen wir noch ein bisschen Tatas. Deswegen leihen wir uns mal 55k. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen Mineraldünger besorgen. Der ist günstiger, ne, von Kali. Und im Endeffekt machen wir das Ding, glaube ich, mal voll. 8000. Nochmal 8000. Und dann haben wir es soweit. Dann können wir das jetzt gleich hier aufladen. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Räder schnappen. Er ist auf jeden Fall leer. Fahrzeugpflege ist auf jeden Fall auch wichtig im neuen LS22. Da müssen wir halt auch so ein bisschen drauf achten, dass die Fahrzeuge gut gehegt und gepflegt werden. Reparaturkosten sind recht hoch. Da gibt es mittlerweile auch schon ein paar Modifikationen, zum Beispiel von IFCO, um die Kosten so ein bisschen zu reduzieren. Muss halt jeder selbst entscheiden, was er wann, wo, wie macht. Und wir laden den ganzen Spaß auf. Hier gibt es auch so einen Big Back Lifter. Den würde ich allerdings erstmal eher nicht nutzen, weil der sorgt meiner Meinung nach noch für, ja, für einen Spielabsturz aktuell. Hatte ich vorhin gehabt. Ich hatte es ein bisschen getestet. Und kann natürlich, ja, ich denke, das wird auf jeden Fall noch gefixt werden. Wir machen den ganzen Spaß erstmal voll. Da gucken wir gleich mal, wie viel Dünger wir, ja, dann ausbringen werden. Wir können das Dünger auch lagern an unserem Hof. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Da wäre die Möglichkeit quasi zu sagen, okay, pass auf, komm, wir nehmen hier den, diesen großen Tank von Meridian. Ne, den können wir uns platzieren. Oder auch für Saatgut, das hier, oder für Mineralfutter ist das Ganze. Können wir auch irgendwann nochmal platzieren. Ansonsten werden wir hier erstmal soweit weitermachen, werden unsere Felder soweit bestellen. Können auch vielleicht in der nächsten Folge nochmal bei der Ölmühle vorbeischauen. Und wir hatten ja gesagt, dass wir uns vielleicht noch einen kleinen, ja, so ein kleines Fahrzeug gönnen werden, damit wir auch die ganzen Paletten, also das ganze Rapsöl dann auch abtransportieren können. Ist ja wichtig, ne? Muss ja von A nach B. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch noch ein Fahrzeug haben, was wir direkt platzieren. Oder vielleicht nehmen wir den jungen Heinrich. Ist ein neuer Elektro, neuer Elektro-Gabelstapler. Oder eben halt den Frontlader. Da gibt es nämlich auch eine E-Variante von. Und zwar von dem Schäffer. Ne? Der hat aber auch normale, es gibt Radlader und so weiter. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir da genau nehmen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal hier die letzten, Sachen hier einmal drauf. Und dann gehen wir halt zur Düngung unserer Felder. Sehr schön.
So, wir sind ready. Wir haben 16.000 Liter drin. Das sollte fürs Erste erstmal reichen. Dann werden wir uns jetzt gleich hier auf Feld 55 begeben und werden dann die ersten Dinge soweit ready machen. So, schauen wir mal hier. Feld 55 ist ja direkt hier vorne. Das heißt, wir können gleich hier an der Bäckerei links vorbei. Zack. Fahren wir da mal rüber. Und dann begeben wir uns auf unser jeweiliges Feld. Ihr habt auch geschrieben, man kann natürlich die Felder auch vergrößern. Das ist auf jeden Fall auch möglich. VCA ist mittlerweile auch draußen. Allerdings noch in einer sehr frühen Version. Ihr habt auch gefragt, ob ich es dann irgendwann nutzen werde. Ja, irgendwann werden wir es auf jeden Fall mit reinnehmen. Aktuell gibt es, glaube ich, in der Version noch so ein paar Herausforderungen, dass man letztendlich die Spuren nicht verschieben kann mit den Pfeiltasten, wie man es aus dem 19er kennt. Deswegen werde ich einfach erstmal ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wir müssen auch wieder Steine sammeln, ne? Da müssen wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern. Zu tun haben wir jede Menge, ne? Wir müssen Dünger ausbringen jetzt auf den Feldern. Müssen schauen, dass die Felder soweit ready sind. Da müssen wir noch ein Saatbett anlegen und so weiter und so fort. Also zu tun im LS22 haben wir auf jeden Fall jede Menge. So, jetzt fahren wir nochmal hier die Bahn einmal ab. Hat halt eine gute Arbeitsbreite, der Bredal. Ich finde es schade, dass man zu so wenig Kalk und Düngerstreuer hat. Also Mineraldüngerstreuer. Sind jetzt nicht viele. Es gibt noch von Amazone 2 Stück. Aber im Endeffekt ist es halt ein bisschen wenig, ne? So. Hier fahren wir auch nochmal rum. Und ich denke, dann haben wir, glaube ich, das Feld hier soweit fertig. Da können wir ruhig mittig bleiben. Passt das von der Breite her? Jo. Können wir sogar noch ein bisschen rüberfahren, um die optimale Breite zu nutzen. Und dann begeben wir uns dann gleich auf die anderen Felder noch, die wir natürlich auch noch fertig machen müssen. Ich versuche mal so einen bunten Mix aus Innenperspektive, Außenperspektive für euch da immer soweit ready zu machen. Ich klappe das mal klar ein. Und dann geht es weiter zu Feld 49. Ist halt recht kleines Feld, dann 47 und dann ab auf zum großen Feld, wo wir dann noch den Dünger ausbringen. Da müssen wir mit dem Steinesammler noch einmal drüber fahren. So, beziehungsweise könnten das Ganze auch mit einer Walze bearbeiten. Das werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Oder werden wir uns nochmal angucken, weil das sind ja recht kleine Steine, die wir da haben. Die wir da einbringen müssen. Da vorne steht auch noch unser Drescher, unser John Deere. Ich fahre jetzt erstmal kurz hier auf das kleine Feld. Können wir den ganzen Spaß hinten schon mal wieder ausklappen. Weil die Steine können wir nämlich quasi in den Boden drücken mit der Ackerwalze. So, dann würde ich sagen, let's go. Wir haben auch das Feld einmal fix düngen. Es geht halt ein bisschen schneller, weil es halt jetzt nicht so groß ist. So. Können wir eigentlich auch recht mittig fahren hier. Fahren wir hier so ein bisschen halb versetzt. Klar, mit VCA wird das Ganze natürlich dann ein bisschen besser laufen. Aber nichtsdestotrotz werde ich es dann irgendwann auch dann mit reinnehmen, um halt auch das Ganze ein bisschen genauer. Und das simuliert ja so ein bisschen das GPS. Ich denke, vom Wuppstar wird das GPS dann auch bald kommen. Er hat ja schon Manual Attach auch veröffentlicht, ne? Ist auch im Mod-Hub schon verfügbar. Auch eine coole Mod. Es gibt noch so Druckluft-Sounds und so weiter. Werde ich mir auch nochmal anschauen und auch mal anhören. Und wenn ihr noch Vorschläge habt für Mods, ne, schreibt es gerne rein. Und dann würde ich mir die halt einfach mal in Ruhe angucken. Und würde das Ganze natürlich dann auch hier mit in den Spielstand bringen. So, wir düngen hier auch wieder. Wir werden jetzt hier nochmal so eine kleine Kurve fahren, damit wir auch die Ecke hier dementsprechend mit auch noch mitnehmen können. Ja, dann sind wir quasi schon mit den kleinen Feldern soweit durch. Und kommen dann hier noch zu unserem größeren Feld. Ja, sodass wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder Steine sammeln können. Die können wir auch überladen in unseren Kipper. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Denn der Kipper, der Welga-Kipper, da passt das Ganze nämlich rein.
Da haben wir den Rudolf hier gehabt? Ich weiß es gar nicht. Im Rudolf passt es auf jeden Fall nicht rein. Es gibt aber auch noch so einen kleinen Krampekipper, den man auch noch nutzen könnte. Da kann man das Ganze dann auch abkippen. Oder man kippt es halt am Feldrand und weht es dann später auf, sodass dann das Ganze auch ein wenig, wie sagt man, ja, dann quasi mit dem Frontlader aufgenommen werden kann. Da besteht auch die Möglichkeit, dass wir es am Feldrand abliefern. Ne? Und viele schreiben auch immer, dass die Steinesammler, dass sie sowas noch nie gesehen haben in Deutschland. Soll es auf jeden Fall geben. Ich habe es in den Livestreams schon mitbekommen, dass der eine oder andere auch sowas nutzt. Aber meistens wird das Ganze halt wirklich per Hand gesammelt. Ne? Und hier die Geschichten jetzt hier, wenn wir uns das hier anschauen, mit den Steinchen, die werden wir dann nicht sammeln müssen, ne, sondern wir werden das Ganze dann einfach in den Boden einarbeiten. Mit einer Walze, ne, da müssen wir uns auch, glaube ich, noch die Dalbo-Walze noch holen. Werden wir uns, glaube ich, erstmal mieten. Ich glaube, wir werden hier ein paar mehr Sachen mieten, müssen uns ja nicht immer alles kaufen. Man muss sich ja auch ein bisschen was verdienen, finde ich zumindest. Ne? Also jeder spielt es natürlich so, wie er gerne möchte. Der eine so, der eine so. Sehr schön. So, da fahren wir noch mal kurz die Kurve hier. Und düngen das Feld dann soweit auch noch ready hier. Ja, die Breite passt soweit. Könnte wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach rechts rüber, aber alles im allen sollte das auf jeden Fall passen. Und es geht halt recht schnell mit dem Bredal, ne? Er verbraucht auch nicht viel. Vielleicht platzieren wir auch gleich noch ein neues, vielleicht platzieren wir auch gleich einfach das Lager, dass wir das dann vielleicht auch einrichten, vielleicht noch ein bisschen Saatgut kaufen. Wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht ein Tieflader noch, wo wir das Ganze dann mit verladen können. Gibt ja mehrere Möglichkeiten dort. So, da sind wir gleich einmal außen auch einmal rum. Ja, da vorne ist ja unser Hof. Der ist noch eher rudimentär ausgestattet. Da haben wir bisher noch keine Gebäude drauf. Brauchen wir auch ehrlich gesagt erstmal nicht. So, gucken wir mal. Jetzt haben wir noch, ja, zwei Bahnen, würde ich sagen. Und dann sind wir dann auch hier mit dem Feld soweit fertig. Da können wir, glaube ich, ein bisschen großzügiger fahren. Muss man immer wieder in die Außenperspektive. Ja, wir machen das schon sehr großzügig überlappen, ne? Und drüben dann noch einmal durch die Mitte. Sehr schön. So. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt pflügt, ne, braucht ihr die Steine nicht aufsammeln. Die kleinen, die könnt ihr nämlich mit der Walze reindrücken. Die werden wir uns auch gleich holen. Ich werde das Ding einmal kurz ausschalten jetzt hier. So, dann drehen wir einmal. Und fahren jetzt hier nochmal mittig. Möglichst mittig. Hier einfach drüber. Dass wir dann da noch die Düngerstufe dann noch ausbringen. Dann wird das Ganze dann per Walze eingearbeitet. Mit der Walze erzeugen wir auch direkt ein Saatbett. Viele sind so ein bisschen in dem letzten Video von der Old Baileron so ein bisschen sagten, ja, oh, nee, Saatbett macht man immer danach. Aber wenn man die Steine einarbeitet, da braucht man die Walze halt vorher und da legt man automatisch ein Saatbett an. Ne? Das ist halt das. Kann natürlich sein, dass es im LS ein bisschen anders ist. Oder dass es aktuell noch einen kleinen, ja, ein kleiner Fehler vielleicht. Kann natürlich auch sein, denn einige Sachen müssen noch gepatcht werden. Giants auf jeden Fall dabei, das Ganze schnellstmöglich dann auch ready zu machen. Und wir fahren jetzt einfach mal hier rüber. Kommen wir da rüber? Ja, guck mal. Da können wir sogar hier durch das Flussbett fahren. Eine Kalklagermöglichkeit gibt es nicht. Ne? Deswegen steht der Kalk auch noch hier. Aber was es auf jeden Fall gibt, das können wir uns jetzt auch am besten einfach mal direkt platzieren hier. Wir werden das ja später sowieso umbauen. Machen wir kurz den Motor aus. Und zwar haben wir hier Shift links um P, haben wir hier sogenannte Container. Das ist hier so ein Mineraldüngerlager, ne, Düngertank. Da können wir halt Dünger auffüllen und dementsprechend das Ganze dann auch soweit ready machen. Ich habe nicht genug Geld. Warum? Kostet doch 23,5. Ach ja, wahrscheinlich wegen der Anpassung, ne? Wahrscheinlich wegen der Anpassung von dem Boden, ne? Dass der es nicht mit reinnimmt. Wir nehmen noch mal ein bisschen was
Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das bekommen wir auf jeden Fall wieder weg. Das heißt, ich würde jetzt einfach hier noch so ein kleines... Wo packe ich das woanders hin? Ich bin gerade am Überlegen, wo es am günstigsten hinpacken. Aber wobei, das könnten wir eigentlich auch hier alles machen. So, dann werden wir das hier einmal platzieren. Ja, wie gesagt, das Feld kommt weg. Das werden wir nicht bedienen. So, dann haben wir den ganzen Spaß hier soweit drin. Überladen kann man leider, glaube ich, automatisch nicht. Ne? Hier, Silo ist leer. Und hier könnte man jetzt auch hingehen und könnte direkt für, ja, für 60.000 Liter das Ganze dann auch einkaufen. Ne? Ich kann auch kleine Mengen kaufen. Ne? Zum Beispiel 10.000 Liter würde 17.000 kosten, dann würde das angezeigt werden. Ja, und das ist das Einzige, was hier auch reingeht. Ne? Wir könnten jetzt hier entladen, den Bredal, und könnten das Ganze dann hier auch direkt dann beispielsweise reinpacken. Allerdings müssten wir dafür wieder ein Fahrzeug haben. Haben wir nicht aktuell. Deswegen, ja, lassen wir das mal lieber erstmal sein. Und ich würde sagen, meine Freunde, ich mache den ganzen Spaß jetzt mal hier beiseite, sodass wir in der nächsten Folge uns die Walze, die wir, glaube ich, noch nicht haben, ne? Ich komme mal ein bisschen durcheinander mit den Projekten. Ich guck mal kurz. Nee, haben wir hier noch nicht. Dass wir da auch Steine in den Boden drücken können. Das wäre eine der Dalbo-Walzen. Also sprich, ich guck mal gerade. Das müsste die hier sein. Die oberste Bodenschicht verbessern, ne? Steht hier auch. Die Qualität. Ne? Das ist das große Ding. 350 PS wäre auch noch eine Möglichkeit. Ist von der Arbeitsbreite her 24, ja, keine Ahnung, Meter. Aber für uns reicht die hier. Die werden wir uns dann mieten in der nächsten Folge, denke ich. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, liebe Freunde, soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Nachher gibt es noch eine zweite Folge. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.